Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die vor einer Woche vorgestellten zwei Samtpfötchen sitzen leider noch in der Arche Noah und schauen sehnsüchtig in die freie Natur. Niemand hat sich bisher für sie interessiert. Und wenn jetzt die Ferienzeit beginnt, haben es die Bewohner des Tierheims erfahrungsgemäß schwerer, ein neues Zuhause zu finden. Doch das ändert sich glücklicherweise nach den Ferien wieder. Auch heute stellen wir wieder zwei Katzen vor, die jeweils dringend ein Zuhause brauchen. Durch ihren Größenunterschied muten sie an wie David und Goliath, aber besiegen könnte der kleine Tiger den großen Kater Willi sicher nicht. Das niedliche, getigerte Katzenkind wurde am 7. Juni auf dem Schulplatz in Wangenheim gefunden. Es hatte Katzenschnupfen und ganz verklebte Augen. In der Arche Noah wurde das hilfsbedürftige Fellknäuel aufgepäppelt und sucht nun dringend Menschen, bei denen es sich wohlfühlt. Gern kann bereits eine Katze da sein, bei der das Tigerchen in die Katzenschule gehen kann. Für Klein David wird ein Zuhause mit Freigang gesucht, da er wahrscheinlich in Freiheit geboren wurde. Es wäre sehr wichtig für ihn, jetzt Anschluss und Geborgenheit zu bekommen, denn das würde sein ganzes Katzenleben positiv prägen. Eine reine Hofkatze soll er natürlich nicht werden. Das Tigerchen braucht dringend ein Plätzchen im Haus mit regelmäßigen Schmusestündchen. Nun kommt der Riese Goliath, Kater Willi, zur Vorstellung. Willi lebte in der Gothaer Innenstadt und wurde von einer Tierfreundin mit in die Wohnung genommen. Dort fühlte er sich aber nicht wohl und zeigte das deutlich. Nun sitzt der freiheitsliebende Willi sehr unglücklich in der Arche Noah und braucht ganz dringend Menschen, die ihm ein Zuhause mit Freigang geben können. Willi schmust sehr gern und ist menschenbezogen, aber er möchte auch umherstreichen und die Freiheit genießen. Willi ist ein sehr schöner, großer Kater und braucht dringend sein selbstbestimmtes Katzenleben wieder. In seinem neuen Revier wäre er gern der einzige seiner Art. Am Schluss unserer heutigen Folge gibt es noch einen Hinweis an alle Freunde und Helfer der Arche Noah. Durch die Vollsperrung der Ortslage Gotha-Öleben und der damit verbundenen Verkehrsveränderung kann das Tierheimfest am 7. Juli leider nicht stattfinden. Denn für die zahlreichen Besucher dieser beliebten Veranstaltung können nicht genug Parkplätze zur Verfügung gestellt werden. Für Tierinteressenten ist die Arche Noah allerdings erreichbar und wie gewohnt geöffnet.